Gut. So viel dazu. Ich wollte jetzt mal kurz einen Blick ins Lager werfen. Und zwar, wir haben 22 Pilze, 36 Pilze und 8,5 Kräuter. Wir haben 8,5 Kräuter. Jetzt haben wir 10,5 Kräuter. Okay. Zum einen wollen wir jetzt die Luftqualität ein bisschen verbessern. Und zwar mit dem kleinen Dingsi noch. Okay, kann man hier nirgends hinstellen? Erstmal hier hin. Ja, ich weiß, dass wir nicht genug Strom haben, aber einfacher Generator, kompakter Generator, optimierter Generator, der wäre es halt. Den könnte ich mir sogar leisten, aber im Moment nicht wirklich sinnvoll. Wo habe ich den anderen Generator hingestellt? Ah, da hinten, genau. Dann würde ich den hier ranpacken. Okay, dann kommst du halt hier hin. Gut. Das hat die Luftqualität massiv verbessert. Und dann würde ich gern ein Kräuterli können wir noch bauen. Ja, das ist definitiv eine Langzeitinvestition, die Kräuter. Aber wir haben jetzt ja Gott sei Dank etwas bessere Luft. Gut. Mir gefallen die ganzen Hubschrauber da hinten nicht. Und das Grüne beim Kraftwerk schon gar nicht. Nein, wir werden keinen Überfall beginnen mit dieser Mannschaft, sondern wir werden eher uns jetzt mal aufs Ohr hauen. Wir könnten noch schauen, haben wir hier irgendwas Neues? Hinweise 4 von 7. Die Tänzerin, okay. Unzureichende Daten. Und hier auch. Unzureichende Daten. Fakten haben wir halt erst 3. Okay. Dann mal eine Mütze Schlaf. Ja. Guten Morgen, liebe Sorgen. So. Ich bin frisch und munter. Nein, nicht wirklich. Die wachsen erst tagsüber. Kochstelle. Lass mal gucken. Da fehlen uns Kräuterlis, Kräuterlis, Kräuterlis. Nicht so gut. Aber wie gesagt, im Moment ist, glaube ich, die Versorgung wichtiger als Who is natürlich. this? The real question is, who are you? Are you someone capable, someone I can work with? Noch ein verrücktes Stroke. Ist dieses Gespräch überhaupt meine Zeit wert? Verhalte dich höflich. Das war doch der verrückte Stroke, oder nicht? Es lohnt sich zu hören, was er zu I sagen hat. recognize your voice. You're that guy from the Duga radar installation. Call me Sashko. We can help each other. Raised in the jungle, right? Yeah, a concrete jungle called Moscow. Anyway, it seems we're both looking for someone. We might as well join forces. Besides, I have no love for these NAR droids you're tangled up with. They're in my way. Mal sehen, was er anzubieten hat. Wieso weiß er so viel über mich? Erstmal die How do you Absichten. know I'm looking for someone? Please, it was practically written across your forehead last time I saw you. The music box, remember?
That schizo old man also told me a few things about you when I was doing the Duga radar job. Well, let's say I'm interested. Where do we go from here? Let's meet in 2 hours. Talk face to face. Find me on the roof of Café Bruviet in the port. Don't be late. Hey, Hafen. Hab eigentlich keinen Bock auf ein Hafenkonzert. Wir brauchen aber mehr Lagerplatz, bevor wir was anderes machen. Werkzeug, Schlafstein, Energieversorgung, Luftqualität, Strahlungssicherheit? Nein. Lager war hier, oder? Werkzeuge, Waffen, Vergrößerungsbank, Behälter, genau. Und da hätten wir gern 12, 18, 24, 30 Fächer. Können wir uns easy leisten. Und zwar würde ich den hier und hier hinstellen erstmal. Okay, dann hier lassen wir jetzt erstmal Munition und Panzerung drinnen. No. Verzeihung. Alkohol. Passt. Sortiert er das zusammen? Nee, tut er nicht. Ich würde aber gern zumindest 10 Schuss noch mitnehmen. Dann würde ich hier sagen, die können wir komplett rein. Der Alkohol kann hier rein. Antistrahlungsmedizin würde ich gern eine ablegen. Ein Alkohol nehmen wir mit. Und, die AK. Achso, ich habe eine neue AK gefunden, genau. Und hier würde ich gern Bastelmaterialien erstmal ablegen. Lass mal gucken, was wir hier so alles haben. Keramikplatte. Schrotpatronen gehören definitiv nicht hierhin. ...2,8 müssten reichen. Rotpatronen gehören hierhin. Filter können wir sicher ein paar ablegen. Und den würde ich auch ganz gern hier ablegen erstmal. Wir ein bisschen Ordnung schaffen. Gewehrmunition, das passt. Na komm. Ernsthaft? Wow, Heilsalbe haben wir 4, falls jemand was braucht. Okay, dann haben wir unser Inventar auch gleich sortiert. Sehr schön. Wie sieht's eigentlich bei mir aus? Antistrahlungsmedizin. Mehr Infos in den Details. Nein, ist mir eigentlich noch zu früh. Olivier, nichts zu sagen? What's our next move, boss? Zeig mir mal deine Ausrüstung. Weißt du was? Nimm eine AK. Are we doing something or not? Du hast eine AK. Perfekt. Irgendwie sind heute alle übermotiviert, oder bilde ich mir das nur ein? Schade, dass ich hier nichts reintun kann.
Aber die mal. Na komm schon. Ja, egal. Wir haben ja jetzt mehr Platz. Dann kannst du da oben rein. Okay, danke. Dann machen wir das so und dann schauen wir mal, was es zu tun gibt, oder? Ah, die Hubschrauber gefallen mir gar nicht. Und ich soll in den Hafen, da sind auch Hubschrauber, das ist auf jeden Fall mal mein Job. Im Moment habe ich eigentlich von allem genug. 86%, das ist akzeptabel für mich. 99%. Munition. 99% ist auch akzeptabel. Also Sicherheitsmissionen wären für mich so ab 80-85%. Ansonsten hätte ich die beiden jetzt wirklich hier gelassen, weil wir brauchen im Moment nichts. Wir haben zu essen, wir haben Medikamente, ein paar. Also das Nötigste. Von dem her, ab in die Mission. You enter the zone like a ghost, but now so many people know about you and your mission. I don't like this, Igor. This is dangerous. Sashko is a real daredevil, all right. But like everyone else out here, he probably has his own agenda. Watch your step, Igor. Ja, da sind wir im Hafen von Pripyat das erste Mal. Und wow. Das Ganze passiert nach einer unfreiwilligen Lüftpause. Ja, es gab wieder mal einen Absturz direkt im Loading Screen vom Spiel. Und ja, es war wieder mal eine Datei korrupt. Diesmal aber nur. Hier sollten wir aufpassen, hier sind Hubschrauber, das heißt, es sind eigentlich mehr Soldaten unterwegs, oder? Diesmal aber nur 1 GB, nicht wieder 6, so wie das letzte Mal. Das Spiel macht echt Laune. Ich hoffe, das merkt man auch. Ich stelle mich manchmal wirklich doof an. Ich hoffe, das dient der Unterhaltung. Aber die Abstürze, muss ich ehrlich gestehen, nerven. Ja, ist jetzt erst das zweite Mal, aber wenn das öfter vorkommt. Wisst ihr, wenn ich normal vor mich hindaddel, ist das die. Ah, da unten ist noch was. Nö, mir kam vor, ich hörte wieder Tschernobylit. Singen, jodeln, was auch immer. Wenn ich allein vor mich hindaddel, ist das die eine Geschichte. Da ist so ein Absturz nervig. Und nee, kann ich nicht. Ich wollte nur wissen, ob ich die Scheibe einschlagen kann. Oh, Essensration. Yummy. Und wahrscheinlich, wenn das öfter vorkommt, sage ich auch, liebes Spiel, du kannst mich mal. Denn jedes Mal ein paar Minuten warten, bis die ganzen Dateien wieder. Komme ich hier raus? Wow. Ich muss mir dringend Fotos vom Café Pripyat mal raussuchen. Ich weiß, dass es das hier nicht ist, aber das Gebäude muss doch in der Nähe sein. Direkt bei der Lenin-Statue, okay, gut zu wissen. Auf die Dauer ist es halt nervig, wenn du dir jedes Mal ein paar Minuten lang Files runterladen musst. Es unterbricht den Spielfluss. Und wenn ich jetzt aufnehme, ist es für mich noch doofer, denn so wie es jetzt im Moment ist,
Ich habe das erste Mal, seit ich YouTube mache, wirklich drei Projekte parallel am Laufen, wo ich bei allen drei Projekten wirklich täglich eine Folge bringe. Ist das gerade ein bisschen zu heikel hier? Und wie ihr ja wisst, ich arbeite Vollzeit. Das bedeutet... Ich sollte ja weg. Hier knistert's und knastert's. Besser. Das bedeutet für mich schon an und für sich eine ganz schöne Challenge, das durchzuziehen. Denn auch wenn ich nur 20 Minuten Folgen habe... Na sicher habe ich da was gehört. Bin doch nicht doof. Auch wenn ich nur 20 Minuten Folgen habe, könnt ihr euch... Was oder wer hat mich hier gesehen? Hä? Okay, vielleicht war es auch der Lärm. So, dritter Anlauf. Auch wenn ich nur 20 Minuten Folgen habe, ihr könnt euch vorstellen, ich muss eine Stunde am Tag Gameplay aufnehmen. Und es ist nicht nur die Aufnahme, die da kommt. Du musst ja dann auch noch rechnen, ich muss das Ganze schneiden. Auch wenn das bei einem Let's Play jetzt bei weitem nicht so viel Aufwand ist, wie bei irgendeinem anderen YouTube-Video. Oh shit, oh shit, oh shit. Weg, 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 weg. Ja, ja. Euch auch viel Spaß und gute Laune. Aber trotzdem, ein paar Minuten dauert es hier auch. Aber anders komme ich hier nicht rüber, oder? Komme ich von da hinten rüber? Mal gucken. Wie gesagt, ein paar Minuten dauert das Ganze auch. Dann müsst ihr rechnen, bis ich das Ganze runtergerendert habe, auch wenn mein neuer PC doch gut was wegpackt. Vor allem die GTX 370. Ernsthaft? Oh, ich stehe direkt neben ihn. Das ist... Leg an, bitte, Igor! Das war jetzt mörderdoof. Den habe ich ja komplett übersehen. Sorry. Das war mein Fehler. Your relentless search has finally caught up with you. Who knows what the NAR will do to you now? You don't want to find out what they have planned for you, my love. You have to find a way out, fast. Think, Igor, think. Ach so, ja, jetzt haben wir ja wieder die Traumsequenz, oder wie man das nennen kann. Oder ist jetzt diesmal wieder was anderes? Oh, my head! It's killing me! Where the hell am I? I have to find my portal generator. Okay. Doch, ich kann mich bewegen. Es war irgendeine Anzeige über Verfassung und Psyche. Schön. Hey, remember me? That ugly motherfucker wiped out my whole team. And you patched me up. My father ja. Taught me always to pay my debts. I let you out and we're square. Got it? Yep. Du hast deine Ausrüstung zurückbekommen. Nutze den Portalgenerator in deiner Tasche, um zum Schutzraum zurückzukehren und den Tag zu beenden, wann immer du bereit bist. Der kann mich nicht mehr sehen, bei aller Ehre. Bei allem, was recht ist. Wow, ich hatte echt Glück. Komme ich an den ran, ohne dass er es mitkriegt? Nein.
Nein, sobald ich da reingehe, bin ich Gulasch. Ich bewege mich zu laut. Sorry. Gut, dass wir dem Soldaten damals geholfen haben. Wir können ja immer noch abhauen, wenn es zu kritisch wird. Wow. Sorry, ich bin gerade komplett konzentriert, nichts zu übersehen. Deswegen auch die komplette Anspannung gerade. Die Portalkanone sicherheitshalber, damit wir im Notfall schnell flüchten können. Okay, das ist ein Verbindungsgang darüber. Uiuiuiuiuiui. Weg. Wie gesagt, ich brauche eine Stunde Videomaterial am Tag. Ich muss das Ganze schneiden, ich muss es rendern. Ich gönne mir auch den Luxus, mein Audio nochmal zu überarbeiten. Wir das hin? Ja, 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 das geht, das geht, das geht. Puh. Mein Audio zu überarbeiten, was auch noch mal ganz schön dauert. Das heißt, das Ganze sollte dann auch noch einigermaßen synchron mit dem Bild dann sein. Dann muss das Ganze hochgeladen werden. Also summa summarum gehen da pro Tag schon, würde jetzt mal behaupten, 3 bis 4 Stunden Zeit drauf. Und wie gesagt, wenn du einen normalen Fulltime-Job hast, so wie ich, bei dem du mindestens 8 Stunden am Tag arbeitest, teilweise auch mehr, und dann bin ich Pendler, also mein Arbeitsplatz ist nicht vor der Tür, ich kann auch aus technischen Gründen nicht Homeoffice machen, in dem Bereich, wo ich tätig bin. Das heißt, ich muss pendeln, das ist sind nochmal gute 2 Stunden am Tag. Ihr könnt euch ausrechnen, da kommt schon ein bisschen was an Zeit zusammen. Und ja, wenn dann ein Spiel nicht ganz so smooth läuft und es immer wieder zu Unterbrechungen kommt, muss ich gestehen, kommt irgendwo der Punkt, wo ich sage, das will ich mir gar nicht antun. So sehr ich es auch spielen wollte, muss ich es ehrlich gestehen, Cyberpunk war so ein Kamerad bei mir. Ich hab's nicht stabil zum Laufen gebracht. Ich gebe niemanden dafür die Schuld. Auf meinem System ist es halt nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Von wegen Performance und gleichzeitig Aufnehmen. Und wenn ich eine gewisse Qualität nicht erreiche, dann lasse ich es. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie eine gewisse Anzahl an X Videos rausschieße am Tag, sondern ich möchte auch eine gewisse Unterhaltung und eine gewisse Qualität liefern. Meinen Zusehern, in dem Fall euch. Und wie gesagt, wenn ich das nicht erreichen kann, okay, ich komme hier gar nicht so raus. Ich muss mit der Portalkanone abhauen. Es sieht so aus. Und wenn ich das nicht erreichen kann, dann versuche ich gleich gar nicht ein Projekt zu starten, ebenso wie es bei Cyberpunk war.
Irgendwas oder irgendwer sieht mich. Shit. Komme ich hier so weit in Deckung? Ach, jetzt sieht mich da drüben jemand. Wisst ihr was? Okay, ich muss stehen für die Portalkanone. Dann tschüss mit üs. Und wenn ich diese Qualität nicht erreichen kann, dann lasse ich es, wie gesagt. Und bei Cyberpunk war das der Fall. Und jetzt mit den zwei Abstürzen hier, das war übrigens unsere erste gescheiterte Mission, gar nicht gut. Mit den zwei Abstürzen hier langsam... It's about how you survive them.